Der erotische Arman. Wenn ich gehe, dann lass ich seine Rauchspur. Panoramadach, ich genieße noch den Nachtruhe. Wenn ich gehe, dann lass ich eine Rauchspur. Graue Wolken, denn ich rauche Blanzpur. Panoramadach, ich genieße nur die Nachtruhe. Leb in diesem Kreislauf, jeden Tag bis 8 Uhr. Häng ich in meinem Block, glaube ich hab mich verlaufen, also, komme was volle, werde mich niemals verkaufen. Der Style ist auf Peaky Blinders angelehnt, sein Bruder, Vater. Bruder, was ist das für ein Outfit, Bruder? Bist du heiraten gegangen, oder was? Bruder, du siehst aus wie eine Eins, Bruder. Was ist los? Wie ein britischer Landlord, Bruder. Er sagt geschieden, Bruder. Also. Aslanem Benembeyer. Okay. Ich verliere eine Träne und ich denke an das Saufen. Alles in meinem Kopf, nein, ich kann euch nicht mehr glauben. Egal wann ich falle, steh ich wieder auf. Keiner kann was sagen, denn ich lebe meinen Traum. Mach mal Stopp. Nach allem, was ich mache, mach mal kurz Stopp, Bro. Onur Can sagt, ich will bei Arman Lied auf meiner Hochzeit mich scheiden. Okay, lass uns weitermachen. Egal was passiert, für dich nehme ich so einen Kauf. Nice Bild. Ich liebe sie, doch kann ihr nicht vertrauen. Will nicht in Worte fassen, wie es mich enttäuscht hat. Geh meinen Weg auch ohne dich und du bereust das. Liebe und Tasch, womit ich mich betäubt hab. Alleine im Dschungel wie Mowgli, nachts um 4. Ja, der Wind zieht mich mit, hab vor den Augen kein Ziel. Vor den Augen kein Ziel. Ich liebe sie, doch kann ihr nicht vertrauen. Will nicht in Worte fassen, wie es mich enttäuscht hat. Geh meinen Weg auch ohne dich und du bereust das. Liebe und Tasch, womit ich mich betäubt hab. Also, wir haben tatsächlich sehr viele Songs von dem Bruder am Start, auch sehr viele sehr starke Songs, aber das war halt so ein Song, wo wir gesagt haben, man kann es einfach sehr gechillt gönnen. Es ist nice. So ganz gechillt. Ober nice. Man kann das in Auto laufen lassen, das ist so ein Song, den hörst du einmal und denkst, ja, okay, ja. Und dann irgendwo, wenn du scheißen bist oder so, hast du dieses Wow im Kopf und dann willst du es nochmal hören. Verstehst du? Und so geht's weiter. Ey, Arman, wieso hat dieses Mädchen Angst gehabt, wo du so vor die Wand gehauen hast? Sag mal ehrlich. Ja? Chat-Support? Das wird schwierig, Bruder. Ich mache hier Chat-Support, okay? Es ist einfacher. Okay, lass weiter hören. Alleine im Dschungel wie Mowgli, nachts um 4. Ja, der Wind zieht mich mit, hab vor den Augen kein Ziel. Vor den Augen kein Ziel. Ist das Recklinghausen? Sie war finster, genau. Köln. Schloss Brühl, genau, da ist es. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wo das ist, Digga. Okay. Komm, Alter. So wie die Straße an Gedanken, bei dir scheitert alles, was ich plane. Die Bilder an meinem Kopf sind da schwerer auf der Waage. Verschaff dir nun einen Einblick, Baby, über meine Lage. Es gibt kein Gleichgewicht in meinem Leben, auch wenn dem so wäre. Nehme Züge von der Kippe, fliege durch die Sphäre. Mach dir keine Hoffnung, Babe, der Zug ist abgefahren. Lange Zeit war ich allein in deinem Herz gefahren. Die Jahre viel gesehen, wieso? Die Tage Packen viel geraucht. Pack mich schon, am Arme. Gib deine Hand weg, ich hab von du. Nimm deine Hand weg. Nimm deine Hand weg, ich bin im Lodo. Okay, lass weiter. Dreh mich im Kreis und die Zeit nimmt seinen Lauf. Warte jeden Abend, doch ich frage mich worauf. Warte jeden Abend, doch ich frage mich worauf. Die Jahre viel gesehen, die Tage viel geraucht. Geh mein Weg allein, aber niemanden gebraucht. Geh mein Weg allein, aber niemanden gebraucht. Ich liebe sie, doch kann ihr nicht vertrauen. Will nicht in Worte fassen, wie es mich enttäuscht hat. Geh meinen Weg auch ohne dich und du bereust das. Liebe und Tasch, womit ich mich betäubt hab. Also, als ich das fertige Video gesehen habe, habe ich ihn als erstes gefragt, ob er wirklich so enttäuscht ist wie im Track. Er meinte ja. Warum bist du so enttäuscht, Brudi? Er ist enttäuscht. Er will nicht drüber reden. Oh, sorry. Er ist so enttäuscht, dass er darüber nicht reden möchte. So. Assalamu alaikum, Arman. Assalamu alaikum. Lass doch weiter hören. Wir sind, Moment, noch eine kleine Story, Leute, noch eine kleine Story, die muss ich jetzt mal auspacken, okay, schau, im Keller gibt es jetzt Maestro, Mois, Soko, Albos und Arman,
Okay. Und alle fünf machen einmal im Monat einen Song. Okay. Mhm. Das heißt, weil Soko und Albos zusammen einen Song raushauen, sind es 4 Releases im Monat. Das heißt, jede Woche eins. Und wir haben alles durchgeplant, alle haben Videos gedreht, alle haben Mix gemacht. Du weißt doch, wie viel Kopfweg das ist, sogar wenn man es alleine macht. Und stell dir vor, das mal 4. Okay? Bruder, wir haben alles gemacht, alles ist geregelt. Dann als nächstes ist Arman Song dran. Okay? Mhm. Das kommt um 23.59 online. Mhm. Und ich schreibe ganz normal, wie immer, im Chat vom Vertrieb, so, yo, wann schickt er mir den Link von Spotify von Arman? Die ruft mich an und sagt, oh mein Gott, Brudi, wir haben vergessen. Die haben ihn einfach nicht hochgeladen. Die haben den Song auf keine Plattform hochgeladen. Niemals. Obwohl ich es 3 Wochen davor geschickt hatte. Dann sitzen wir hier und denken uns, okay, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir es verschieben? Wir haben es einfach rausgehauen als Video. Das war's. Einfach so, nur Video. Es gibt keinen Song dazu? Nee, nur Video. Komplett Tag. Haram. Also in dem Sinne, Leute. Bei welchem Vertrieb bist du? Warner. Warner? Assalamu alaikum. Dankeschön. Ich dachte schon, Bruder, weißt du was, ich dachte so, bei Vorschuss sag ich so, scheiß auf Vorschuss, Bruder. Die Arbeit zählt. Warner? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Deshalb, Leute. Ich weiß schon, dass du Warner jetzt extrem abrasiert hast, ne? Nein. Bruder, schau mal. Ich bin mit 5 Künstlern bei denen, okay? Bruder, ich will jetzt nicht groß reden. Okay, Leute, gönnt bitte an der Stelle an Arman, an seinen ersten Release Haq. Wir gönnen das jetzt in den Chat. Geht rein.